präsentiert von photoshoppodcast.de, Ihr Profi-Cast für digitale Bildbearbeitung. Mit der Gradationskurve lernen Sie in diesem Video, wie Sie Belichtung, aber auch Farben gleichzeitig anpassen können. Um zur Gradationskurve zu gelangen, klicken Sie wieder auf das Korrekturenpanel und Sie sehen schon in der kleinen Vorschau hier so eine Art Kurve eingezeichnet. Und auch hier haben Sie wieder das Histogramm hinterlegt, also mit den Tiefen, den Mitten und den Lichtern. Ja, und hier können Sie jetzt ganz einfach diese Kurve mit diesem Kreuz anfassen und Sie dann in Richtung der Tiefen, der Mitten, der Lichter und so weiter einfach verbiegen. Sie können hier mehrere Anfasspunkte setzen und was immer ganz gut funktioniert, auch um den Kontrast hier zu steigern, ist, wenn man so eine Art S-Kurve hier reinlegt, kommt natürlich auch immer speziell aufs Bild drauf an. Ja, und diese Anfasser, die kann man dann auch munter verschieben, kann jetzt also hier draufsetzen, wenn ich hier die Lichter noch etwas heller erstrahlen lassen möchte oder den für die Mitten noch etwas nach unten korrigiere. Ja, und so biege ich mir das quasi frei nach Auge so zurecht, bis mir die Belichtung hier in dem Bild gefällt. Eine andere Möglichkeit hier wäre es natürlich auch, die Autofunktion zu nutzen. Und Sie sehen, Photoshop hat eine ähnlich steile Kurve erzeugt, allerdings nur mit einem einfachen Punkt. Wenn Sie hier unten auf dieses Symbol mit dem Pfeil rückwärts gehen, dann ist alles wieder wie gehabt. Das ist also der Ausgangszustand dieser Ebene und dann können Sie wieder von vorne anfangen. Sollten Sie jetzt wirklich mal irgendwie bei sowas gelandet sein und haben keine Lust, das alles wieder hier schön gerade zu biegen, ganz gerade bekommt man das sowieso in der Regel nicht mehr hin, dann drücken Sie lieber hier unten auf die kleine Schaltfläche und das Ganze ist wieder zurückgesetzt. Was Sie hier in der Gradationskurve aber auch noch zusätzlich machen können, ich helle es hier nochmal kurz auf, damit man hier das etwas besser erkennen kann, ist, wenn Sie hier oben in dieses Feld RGB klicken, dann haben Sie hier die Möglichkeit, nicht nur das volle RGB-Spektrum hier zu verändern, sondern auch die einzelnen Kanäle, Rot, Grün und Blau, aus dem sich das Ganze hier zusammensetzt. Ich wähle hier zum Beispiel den Blaukanal an und kann jetzt hier sehr schnell einen violetten Farbstich erzeugen, indem ich hier einfach die Tiefen etwas nach Blau verschiebe. Oder wenn ich die Lichter hier absenke, dann wären die nicht dunkler, wie man es von der normalen Gradationskurve her gewohnt ist, sondern ich bekomme eine Komplementärverschiebung. Farbkreis gegenüberliegendes Gelb, also bekomme ich hier eine Gelbverschiebung und schon habe ich ein blau-gelbstichiges Foto erzeugt und das mit einer Gradationskurve, die ja eigentlich ursprünglich eher für Belichtungskorrekturen gedacht ist. Ebenfalls sehr schön ist dieses Symbol hier mit der Hand mit den zwei Pfeilen nach oben und unten. Wenn Sie das hier aktiviert haben, dann bekommen Sie hier eine kleine Pipette. Sie sehen, hier rechts wandert dann immer so ein kleiner Kreis auf und ab. Der zeigt mir jetzt also ganz genau, wo befinde ich mich denn. Wenn ich hier auf den Reifen gehe, dann bin ich hier in den Tiefen, gehe ich hier in den Himmel, dann befinde ich mich bei den Lichtern im hellen Bereich. Und hier beim Auto, da bewege ich mich eher in den Mitten. Ja, und wenn ich jetzt hier klicke, dann sagt Photoshop mir, ich kann hier nach oben oder nach unten ziehen und Sie sehen, wie sich die Kurve parallel mitbewegt und ich kann hier sozusagen on the fly aufhellen und abdunkeln, gerade so, wie es mir beliebt. Ich mache das mittlerweile lieber hier mit diesem Handsymbol live im Bild, weil da weiß ich ganz genau, dass ich das bekomme, was ich hier anklicke. Wogegen, wenn ich jetzt hier so einen Punkt setze, wenn ich ganz ehrlich bin, ich wüsste nicht, muss ich den Punkt jetzt hier setzen, hier, hier oder hier, wenn ich diesen Bereich hier aufhellen will. Und so klicke ich den Bereich halt einfach an und kann mir genau das hier rausziehen, wie ich es brauche. Und so habe ich das Bild sehr, sehr schnell optimiert.